Ein See hat 1986 in Afrika über 1700 Menschen und über 3500 Nutztiere getötet. Und das auch noch in einem Umkreis von 30 Kilometern. Ihr denkt euch jetzt bestimmt, wie das möglich sein soll. Das klingt doch nach einem Mythos oder einer Legende. Aber das ist tatsächlich so passiert. Tausende tote Menschen und Tiere wurden von einem See getötet. Egal, wo sie sich befanden. Der See soll eine Wolke erschaffen haben, die alle Lebewesen im Umkreis erstickte. Wie das passieren konnte, ist bis heute allerdings noch unklar. Doch welche Theorien es dazu gibt, schauen wir uns nach dem Intro an.